Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Bray. Mein Name ist Pulsar, ich bin heute in einer kleinen Aufnahmerunde wieder drin und ihr wisst es ja, ich moderiere das ganze Jahr an und ab und ihr wisst ja auch sicherlich, dass ich direkt nach der Abmoderation weiterspiele. Ich bin ja ein guter Schauspieler, ja, ihr müsst mich nicht loben, vielen Dank. Es ist nun mal so, jetzt sitzt mein Kopfhörer irgendwie nicht richtig, so, jetzt ist es besser. Und wir können uns entscheiden, wir sind in Quartier B, sollen wir mal da gucken gehen, was da ist? Ist da wieder ein Poltergeist? Ja. Es könnte... lass... Alter. Vor allem würde mich mal interessieren, was da bleibt, was passiert, wenn man da drin bleibt, ne? Ob man dann irgendwie tot ist oder so? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Komm mal her, Poltergeist. Können wir den auch malträtieren? Können wir auch so kaputt hauen, der wehrt sich eigentlich nicht. Das finde ich ganz gut. Alter. Okay, wir müssen aufpassen. Der setzt uns doch mehr zu, als ich dachte. Wir können ja mal hier so ein bisschen was essen. Das ist ja legitim. Alter, da geht's direkt schon los hier mit der Aufnahme. Popstar. Die trinken wir mal. Kluck, kluck, kluck. Wo sind denn hier? Eins können wir nehmen. Spiel wird gespeichert. Vielen Dank. Die Poltergeister haben wir schon beim letzten Mal gelernt. Sind seltene Wesen. Wenige Studien darüber bekannt. Und wir können jetzt in Gallegos Wohnkapsel... Alter, guck mal. Eddie Foss Lengen. Weitere Wohnkapseln wohl für die, naja, ich sag mal, für das Fußvolk, würde ich eher behaupten. Hier haben wir noch eine Notiz. Anders, ihr Paket ist da an der Rezeption. Wenn ich nicht da bin, der Türcode ist 9351, bleibt aber unter uns. Postraum. Komischerweise haben die alle hier nur vierstellige Codewörter für ihre Tresoren, so. Da kommt keiner mal auf die Idee, mehr zu verwenden, weil es könnte ja sicher sein. Oh, hier ist Gallegos Wohnkapsel. Alles klar. Wir gucken gleich mal. Und hier ist alles kaputt. Da können wir nicht weiter. Also befinden wir uns quasi in einer Sackgasse. Ich schaue mich mal kurz hier unten noch um, was da so ist. Ein Flexifoam nehmen wir mit. Hier haben wir noch eine Notiz. Hallo Mama. Ich habe schlechte Träume, seit du weg bist. Dr. Preston hat gesagt, ich soll sie malen. Dann gehen sie hoffentlich weg. Ich hoffe, dass dir mein Bild gefällt und dass du bald nach Hause kommst. Hab dich lieb, Corey. Ja, und das da, weiß nicht, ob man es erkennen kann, ist eindeutig ein Bild des Albtraums. Oder des Phantoms. Okay, ich möchte gerne wissen, was da oben drin ist. Haben wir eine Möglichkeit, in die oberen Katakomben reinzukommen? Bestimmt. Ich suche gerade einen Weg. Wir gucken erstmal, was hier ist. Malaya Fowles. Die hat dabei einen Transcribe. Hier spricht Fowles. Officer Fowles, Malaya. Ich habe eine wichtige Bitte, aber etwas heikel. Ich muss wissen, dass ich Ihnen bei einer Überwachung vertrauen kann. Ja, natürlich, Sir. Normalerweise kann ich so etwas nur nicht ohne Zustimmung von Chief Eleazar, der Personalabteilung und eines anderen Direktors tun. Diese Leute unterstehen mir, Malaya. Ja, Sir. Verstanden. Ich möchte, dass Sie Annalise Gallegos im Auge behalten. Wohin sie geht, was sie wann tut, Ihre Besucher. Ich protokolliere alles im Sicherheitscomputer. Gut. Schicken Sie mir am Ende der Woche einen Bericht. Ja, Sir. Tja, liebe Malaya, auch das hat dir nicht weitergebracht, auch wenn du die... Annalise... Ja, Annalise heißt sie, wenn du die beschattet hast. Hier liegt noch ein Transcribe von Sky Braxton. Wollte hören, wie es dir geht, Sky. Ist nur ein Neuromod-Hangover. Ich fühle mich seltsam. Nicht zu fassen, dass du für Alex Clownshow in der gelben Tulpe gemoddet wurdest. Machst du Witze? Ich wollte schon immer ein Instrument spielen, hatte aber nie Zeit dafür. Es ist, als würde ich die Noten im Kopf sehen. Es fühlt sich an, als hätte ich mit 7 damit angefangen. Außerdem... Wirst du mit mir auf der Bühne stehen, oder? Nur um dich aufzufangen, wenn du plötzlich umkippst.
Und nur, wenn du mich davon abhältst, Alex zu verprügeln, wenn ich zu viel trinke. Also, das ist so krass hier. Noch eine Notiz. Was steht da drin? Die gelbe Tür befallen. Achso, das kennen wir schon. Einladungskarten. Das ist so krass. Da, guck mal, du hältst. Komm ich vielleicht doch da hoch, Alter? Kann ich kein Doppel. Was war denn das? Kann ich kein Doppeljump machen? Muss doch irgendwie möglich sein. Ich komme halt auch nicht an die Lampe ran, ne? Doch! Wir kommen doch hier hoch. Ich wusste es. Geil, guck mal, hier ist noch ein Transcribe von Lawrence Baxter. Jetzt bin ich aber neugierig. Seid ihr bereit für eure Anweisung, werte Dame? Hoffentlich bringt uns das nicht in Schwierigkeiten. Zumindest in keine großen. Als erstes müsst ihr zu dem Baum reisen, an dem wir unsere Initialen eingeritzt haben. Und was ist, wenn ich Julian Howard in die Arme laufe? Dann solltet ihr die Beine in die Hand nehmen. Julian der Ogre kann es nicht leiden, wenn jemand seine Bäume anfasst oder seine Früchte. Wahrscheinlich wäre er weniger missmutig. Unter einem Steine werdet ihr eine magische Schlüsselkarte finden. Diese Schlüsselkarte wird euch alles aufschließen, was euer Herz begehrt. Oh, nun, dafür brauche ich keinen Schlüssel. Und keine Sorge, Michaela meint, ihr bekommt zur Feier eures Geburtstags frei. Ein Geschenk an die Liebste, neues Ziel. Ja, was ist das neue Ziel? Finde den Baum mit den Initialen des Paars. Das kann nur draußen sein, ja genau. Hier haben wir Galactic 9, die Conquistadors, genau. In der wunderbaren Special Edition von Mobscura Paxtorium. Okay, alles klar, toll. So, das heißt aber auch, wir können hier hoch. Wir müssen uns nur an da... Huch, nein! Wir müssen uns nur irgendwie an der Lampe hochziehen. Sehr unkonventionell, aber immerhin. Oh, guck mal, wir haben noch einen Charakterbogen. Wer bist du denn? Rosalind Swift. Was hat das nur auf sich mit den Charakterbögen? Oh, hier können wir Grangers Memoiren. Ich sollte eigentlich immer noch da unten sein und spielen. Meine Jungs haben mich gebraucht, aber meine Schulter hat einfach versagt. Ich habe versagt. Ich hatte eine Menge signierter Handschuhe dabei und sie wie Süßigkeiten zu Halloween verteilt. Aber wie sich herausstellte, kennen sich diese Labortypen mit Sport nicht aus und mit meiner Karriere noch weniger, so kurz sie auch war. Wie wahrscheinlich ist es, dass Mr. Yu mich mit den Neuromod ausstatten kann, die ich brauche, um wieder zu spielen. Der könnte sich sogar ein ganzes Team kaufen und mit den größten Spielern ausstatten, die je gelebt haben. Wenn ich eine Neuromod bekäme, würde dann wirklich ich spielen? Die Liga würde gemoddete Spieler niemals zulassen. Aber woher sollten sie wissen, wer gemoddet ist? Okay, von der Harley Granger sind diese ganzen Baseball-Handschuhe. Auch dieses Rätsel ist gelöst. Und seht ihr, das ist einfach... Oh Gott, der Apfelschnaps lassen wir mal stehen. Hier haben wir noch Wodka, den lassen wir auch stehen. Nein! Das wollte ich nicht. Das ist das, was ich meinte. Es hat alles hat in diesem Spiel einen Sinn, warum das passiert und... Ah, hier ist zu, okay. Das fasziniert mich einfach so, so sehr. Wir wissen jetzt, ich hatte vorhin, ich glaube in der letzten Folge war es gefragt, warum jeder hier einen Baseballhandschuh hat. Jeder Techniker hat sowas in der Hand. Warum? Wir wissen es jetzt. Weil einfach... Teilerkasten, der funktioniert auch, ja. Weil einfach hier jemand war, der ein Baseball-Fan war, der unbedingt in dieser Liga spielen wollte. Und es nicht, also die Granger, oder hieß die Granger, die es nicht gepackt hat, weil sie eine Schulterverletzung hatte. Wisst ihr, das sind einfach so kleine Details, die so ein Spiel halt einfach so unfassbar wertvoll machen. Und ja, also, wie gesagt, das ist einfach total, hallo, total geil. Fitnesscenter, ah ja, den Code haben wir schon, guten Tag. Da gehen wir gleich rein, wir gucken erstmal auf der anderen Seite mit dem Quartier nach. Besatzungsquartiere A, diese Dinger können wir leider noch nicht wegheben. Schade eigentlich. Wir haben hier J. Marks. Keine Schlüsselkarte. Sarah El-Azhar. Haben wir auch keine Schlüsselkarte. Kommen wir hier irgendwie zum Zug? Ja, bei Hans Kelstrup. Alter, das macht mir so Spaß. Yes. So, was haben wir hier? Jede Menge tolle Sachen. Aktenkoffer, nichts drin. Petrischalen können wir mitnehmen. Irgendwelche Gehirne und Innereien. Boah, ekelhaft. So. Typhon-Köder, total unnütz. Psychypro-Fabrikator-Plan, auch unnütz. Alter, was ist mit dem? Der Veggie-Mix nehmen wir mit. Der Kaffee-Cars lassen wir stehen. Hier haben wir noch mehr Petrischalen. Noch mehr Petrischalen, die können wir mitnehmen. So, hier haben wir noch
Noch eine Petrischale. Entschuldigung, hier haben wir zwei Mails. Was steht denn da drin? Dosenbirnen. Sehr geehrter Dr. Kelstrup, leider wird es bis zur Ankunft des nächsten Transportshuttles keine Dosenbirnen geben. Niemals. Elliot wird sie wie immer als EDS vermerken. Danke für Ihre Geduld. Arns. Was ist denn Arns? Setzen Sie einen Termin fest. Alex. So, ich habe schon wieder ein Déjà-vu. Es dürfte diesmal schwieriger werden, die Schritte zurückzuverfolgen. Offenbar haben Müllers Leute die Daten nicht ordentlich aufgezeichnet. Der ganzen Fortschritte, den wir seit der letzten abteilungsweiten Deinstallation gemacht haben, könnte also umsonst gewesen sein. Wir müssen unsere Erwartungen zurückschrauben. Wir erleiden jedes Mal einen erheblichen Rückschlag, wenn wir die ganze Abteilung das Gedächtnis löschen, und ich habe langsam Zweifel, ob diese Praxis die Ergebnisse wirklich rechtfertigt. Wir sollten noch einmal das gestaffelte System in Betracht ziehen, über das wir letztes Jahr gesprochen haben. Hans Kelstrup. Ach, ist er nicht lieber, der Typ, ne? Ist mir schon so ans Herz gewachsen. So sehr, dass ich erstmal hier speichere. Alter, ich wusste es. Wir haben einen Schleichangriff gelandet. Wir haben einen Galvanikran. Oh, aua! Lass mich bloß in Ruhe. Sano, wie heißt? Ist das die Strafe, wenn wir jetzt diesen Raum untersucht haben, dass da auf einmal ein Phantom vor unserer Tür steht? Oh! Mehr oder was? Ja, komm. Ist gut. Die Maschine funktioniert nicht. Okay, wir müssen mal. Ich muss mal kurz was anderes probieren. Ich glaube, ich habe in dem Moment gespeichert, als ich die Tür raus bin, oder? Weil der hat das da immer geladen. Muss ich irgendwie gegen dieses Wesen hier bestehen. Hallo. Das ist noch da, ne? So. Ich korrigiere, es ist nicht mehr da. Wir sind wieder alleine auf uns gestellt. Speichern. Alter, diese EMP-Ladungen, die haben ja schon so oft den Arsch gerettet. Was ist denn hier los? So. Das haben wir geschafft. Hans Kelstrup, weiter geht's. Wir kommen zu Dr. Ikwe. Der hat auch offene Tür. Was ist das denn? Okay. Schreibtisch können wir mitnehmen. Whiteboard können wir mitnehmen. Alles klar. Wieder Wodka hier gesoffen. Hier ist der neurale Horizont. Haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Bin mir nicht mehr sicher. Fehler. Ah, wie gut, dass wir das hacken können. Sehr gut. Dann wollen wir mal. Nein. X. Wir müssen wieder zurück. Hacken erfolgreich. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben eine Mail. Dr. Ikwe, ich habe Ihre bisherigen Anfragen weitergeleitet. Wir werden sehen, was wir tun können, aber es gibt keine Garantien. Der Zeitplan für den Besuch ist eng und ermöglicht unter Umständen kein persönliches Treffen. Sobald ich weitere Einzelheiten habe, teile ich es Ihnen mit. Freundliche Grüße von Goodwin. Sehr geehrte Frau Goodwin, Bezug nehmen, lalalala, falls möglich. So, wir haben aber hier Daten. Und zwar hier. Wir haben einen Psyfabrikatorplan, haben wir schon. Deswegen habe ich das jetzt gehackt. Zeitverschwendung. Und hier haben wir ein wunderschönes, In Concert von Gustav Leitner am 20. November live. Können wir auch nichts mitmachen. Toll. So, welche Überraschung wartet hier? X. So, hier können wir nicht rein. Wessen Büro ist denn das? Ilyushin, so. So, hier haben wir Mitchell. Auch keine passende Schlüsselkarte. Und das nächste Klo. Also, das war ich nicht. Ist hier wieder ein Poltergeist? Lass mich gehen. Oh ja, es ist wieder ein Poltergeist. Wo ist er?
ist er? Da muss doch hier irgendwo sein. Ah. Scan abgeschlossen. Wir haben Antigravfeld 2. Brauchen wir nicht. Neue Zielfähigkeit verfügbar. Wir müssen aber Alter. Wir müssen vorsichtig sein mit der Feldergeist. Der macht das nicht. Könnten auch einfach mal hier so ein bisschen ballern, wie wäre das? Ist er? Hier. So. Schluss mit Poltergeist. Alter, mir läuft der Schweiß die Stirn runter. Ich erschreck mich jedes Mal, wenn dieses Vieh kommt. Typhonorgan nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Poltergeist, Leiche. Toll. Was hat uns das gebracht? Lass uns es irgendwas gebracht haben. Mimiktumor, toll. Irgendwas muss doch hier sein. Nur Toiletten, die wir spülen können. Leere Konservendose. Ach komm, nehmen wir mit, ist Schrott. Können wir recyceln auf jeden Fall. Dackbier. Wären wir nur besoffen davon, lass das sein. Ich bin nicht zufrieden mit der Ausbeute hier an dieser Stelle. So, und hier ist nix. Hier ist, ja, das All. Ich dachte, hier wäre vielleicht auch noch eine Kapsel hinten dran oder irgendwas. Nein, hier ist einfach gar nichts. So, und wir haben ja eine zweite Aufgabe zu erfüllen. Denn wir haben den Code für den Fitnessbereich bekommen. Ne? Und da müssen wir aufpassen. Da könnte man nachladen. Und da hinten dran, guck mal. Da hinten dran war, wollte ich sagen, ein fremdkontrollierter Mensch und hier brauchen wir den Code für nein. Nein, das hätten wir auch können hacken. 6809. Das war nur Hacker Stufe 2, die hätten auch. Bist du denn? Ist sie vielleicht oben? Wir speichern mal ab und schauen mal oben nach. War das? Nein! Nein. Nano, Vitalwerte kritisch. Warum? Warum? Haben wir irgendwie Soße abbekommen oder so? Scheiße, ich muss nochmal ein Medikit nehmen. Nein, wir könnten zuerst mal was futtern. Was können wir essen? Okay, das war's. Dann nehmen wir ein Medikit. 75 haben wir jetzt. Das reicht erstmal fürs Erste. Wir speichern schnell ab. Laden noch ein bisschen Energie nach, weil wir wohl genährt sind. Umkleideraum. Wäsche hier. Oh, Bananen, Disruptor. Angehauchte Zigarre brauchen wir nicht. Veggie-Mix, den essen wir. Durchgebrannte Platine, EMP-Ladung, vielen Dank. Methusa-Apfel essen wir. 9 mm. Ach scheiße, wir müssen was da lassen. Warte kurz, ich habe gesehen, wir haben noch eine Banane, die können wir auch noch verknusen. So, weg damit. Dann können wir hier nämlich die 9 mm Munition mitnehmen. Am Wodka lassen wir drin, zerknülltes Papier nehmen wir mit. Oh! Alter. Was ist mit dem? Warum zappelt der so? Alter, wie gruselig. So, den Apfel essen wir. Vielen Dank. Wir sind immer noch am Zappeln. Wer bist denn du überhaupt? Icke Stewart. Der hat dabei durchgebrannte Platine, Ersatzteile, können wir alles gebrauchen. Sehr gut, hier steht jede Menge Shampoo rum. Geduscht sind wir schon, haben wir in der letzten Folge gemacht. Ich speichere mal schnell ab, das ist mir nicht geheuer. Lebt der jetzt noch oder ist der einfach jetzt zerfetzt worden? Baseballhandschuhe, diese Gold. Ja. Hä?
bestimmt über uns. Hier ist nichts drin. Bananenschale, die essen wir. Disruptor-Batterien nehmen wir mit. Der Wodka lassen wir sein. Wir nehmen nur die 9mm Munition mit. So, hier haben wir noch was. Alter, so viel Bananen. Die sind alles, leben alle viel zu gesund. Veggie-Mix nehmen wir mit. Disruptor-Batterien. Nochmal eine Banane. 9mm nehmen wir mit. Hier ist nichts drin. Veggie-Mix wird gegessen. Das nehmen wir mit. Wir sind voll, können wir nicht mehr essen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das lassen wir sein. So, jetzt sind wir voll ausgerüstet. Wir speichern nochmal ab. Der ist da oben, guck. Ach, ein Thermalphantom ist da. So, wer bist du denn? Oliver Benoit. Der hat dabei Zitronenschale, Bananenschale brauchen wir nicht. Wir machen mal gerade das hier. Komm mal ran. Hier liegt Daniel London. Der hat einen Sky-Apfel dabei. Den brauchen wir jetzt echt nicht. Was hat der dabei? Oh! Ein Telepath. Sollen wir uns ihm wagen, uns entgegenzustellen? Ist das clever? Gut, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein, den lassen wir mal in Ruhe. Das wird auch einen Grund haben, warum der sehr wahrscheinlich mit Feuer geschützt ist. Wir sind einfach noch zu schwach für den Telepathen, Blatt zu machen. Beliebige Taste drücken. Aber wir können nach oben gehen. Beziehungsweise könnten wir ihn versuchen zu locken. Mal ran. Geht das? Können wir ihn an? Ich verschwinde lieber. Ich glaube nicht, dass wir ihn anlocken können. Schade. Schade, schade, schade. Und da oben war noch ein Thermalphantom, soweit ich das weiß. Hier liegt erstmal Jillian Quick. Das nehmen wir alles mit. Vielen Dank. Hier können wir nochmal ein Anzugsreparaturkit eigentlich nehmen. Guck mal, wie viel wir haben von denen. Laden wir uns mal volle Kanne auf. Ach, das Thermalphantom ist da hinten. Okay, da kannst du ruhig rumlecken. So, hier können wir Folgendes machen. Bisschen Spaß muss sein, komm. Gym Rules. So, und hier können wir runter... Ah, das ist ein Schwimmbad. Guck dir das an. Oh. Der ist wohl böse. Scan abgeschlossen. So, wir haben eine neue Psy-Fähigkeit erhalten. Psychoschock 3. Sehr schön. Neue Psy-Fähigkeit verfügbar. Brauchen wir alles nichts. Alles Schwachsinn. Hier haben wir einen Neuromod, nehmen wir gerne mit. Hier haben wir Dateien. Was können wir denn hier machen? Jägerin Bolzenwerfer, den haben wir schon. Komm, holen wir alles mit. Ist egal. Kommt der jetzt hochgestiegen? Hier erhalten wir ein neuer Code. Vorstandsetage. Emma, wie Sie wissen, wird morgen in den nächsten Wochen nur sehr eingeschränkt verfügbar sein. Er würde gerne, falls möglich, für morgen seine persönlichen Trainingssitzungen planen. Könnten Sie Ihre Termine eventuell dahingehend anpassen? Morgen wäre Ihnen dafür sehr dankbar. Der Code für die Vorstandsetage lautet 9461. Und Schatzsuche. Ah, seid gegrüßt, Abenteurer. Jeder von euch sollte nun im Besitz eines Kartenfragments sein. Ich konnte Sie manchen von... Sei still, sei still, sei still. Das haben wir schon gelesen. Neuromods unterstützt Yoga für Anfänger. So, Yoga ist hervorragend dazu geeignet, Menschen mit psychischen Neuromods dabei zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer Fähigkeiten zu nutzen. Dabei ist es nicht nur bereichernd, sondern bietet auch ein großes Maß an Sicherheit, dass sie sich nicht selbst oder andere verletzen. Speer-Asana. Diese Stellung ist eine gute Ausgangsbasis, um in einer Kombination aus Stärke und Balance ihre neuen, erweiterten Grenzen auszuloten. Die Stellung beginnt mit einer einfachen Handstand und endet darin, dass ihr Körper vollständig gekehrt von nur drei Fingern ihrer rechten Hand gestützt wird. Ja, soll alles möglich sein, habe ich gehört. So, und hier ist irgendwo dieses Biest. Da und
Was haben wir denn überhaupt? Moment, ich muss mal kurz gucken. Was haben wir denn überhaupt über das Neuromod gelernt? Daten. Kein aktivierter Status. Nee, hier. Daten. Forschung. Telepath. Schwächen, Explosion, Feuer und Nullwellen. Feuer, haben wir schon. Was ist denn die Nullwellen? Die Nullwellen... Haben wir hier irgendwie sowas, ne? Nullwellentransmitter. Ich probier mal was. Komm, wir haben nichts zu verlieren. Irgendwas muss aus meinem Kopf. Geh raus. Interessant sein, warum? Verstehen Sie? Weg! Okay, der Telepath, trifft er uns hier? Hallo? Oh ja. Nein. Lass mich gehen. Ich möchte gerne gegen den kämpfen, aber irgendwie habe ich wieder das Gefühl, wir sind zu schwach dafür. Oh oh, sind wir natürlich mittendrin. Ich muss zuhören. Irgendwas. Ich muss. Was muss doch hier drin sein? Ich will nur mal kurz gucken. Verschwinde, verschwinde! Was hier so interessant sein muss, außer den Telepathen Platz zu machen. Anzug wurde beschädigt. Komm, hier ist nichts drin. Wenn wir mal schnell laden. Wenn wir mal stärker sind, kommen wir dahin wieder zurück. Bevor wir jetzt irgendwelche Spirenzien natürlich machen mit beliebiger Taste. Gehen wir einfach den normalen Weg. Wir haben ja noch andere Sachen zu erforschen. So. Wir wissen, wir können hier jederzeit zurück zum Fitnessbereich, um irgendeinen Telepathen halt Platz zu machen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir haben Codes erhalten für die Vorstandsetage und so weiter. Das ist schon eine Menge wert, aber ich möchte ja auch ein bisschen im Spiel vorankommen. Ne? So, das Hauptziel. Wo ist denn das? Irgendwie gar nicht hier. Telepath. Alter, hör auf damit! Concierge. Ach, Tamal. So, hier haben wir... Oh, hier haben wir den Code dafür. Hier halten wir zwei Programme. Was können wir denn hier machen? Bereichskarte herunterladen. Die lade ich mal sehr gerne herunter. Vielen Dank. So, was ist das denn? Ein... Dieser Punkt. Was ist das? Okay, verschiedene Ebenen. Hier kommen wir zurück ins Arboretum. Überwachungsaufzeichnung. Übertragung. Okay. Der Container steht bereit. Das ist echt schräg, Quentin. Ich weiß, aber wenn... Ich will's nicht wissen. Ich tue ihm einen Gefallen, mehr nicht. Frachtcontainer 3232 steht auf der anderen Seite von Frachtraum B, neben dem Unterführungstunnel. Als ich Küchenchef im Rauminstitut war, hat mich niemand gebeten, Essen in einem Container zu verstecken. Nur nicht so viele Arme, ja? So, den machen wir gleich platt. Den haben wir gleich. Ich konnte natürlich jetzt leider nicht verfolgen, was dort gesagt wurde, weil ich musste kämpfen. Das ließ sich leider nicht vermeiden. So, Schrotpatronen nehmen wir wieder mit. Sehr gut. Fuck, muss ich mir dann wieder in der... Wenn ich zusammenschneide, muss ich mir halt wieder angucken, was da gesagt wurde. Oder ich höre es mir einfach jetzt nochmal an. Scheiße, die konnte man nur einmal anhören. Fuck. So, Besatzung. Okay, haben wir ein paar gefunden. Ich weiß, 4 E-Mails. Eindringling, bitte helfen Sie mir. Jemand versucht, in mein Zimmer einzubrechen. Ich kann mich nicht verstecken. Beeilen Sie sich. Ein Keller im All. Ernsthaft? Mein Appartement hat keine Sicht auf das All. Überhaupt kein Fenster. Was wünscht sich ein Besucher einer Raumstation wohl am meisten? Sie haben doch sicher eine bessere Bleibe für Argentino Pero. Prickelt nicht. Ich weiß nicht, was Sie an Bord der Talos unter Sekt verstehen. Alles von diesem Pero. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die schale Pisse, die Ihre Concierge serviert hat, die Bezeichnung nicht verdient hat. Ich habe diese Zumutung in die Toilette gekippt, wo sie hingehört. Ich will so schnell wie möglich einen Ersatz. Besser noch eine Flasche Old Starter Bourbon, der Ihr CEO angeblich so schätzt. Und da und mehr Gläser. Die anderen sind zerbrochen. Neuer Code zum Fitnessbereich. Ja, den haben wir schon. Den Fitnessbereich-Code. Haben wir schon benutzt. Aber hier, guck mal. Guck mal. 9351 in den Postraum. Können wir rein. Sehr gut. Hier liegt wieder einer drin. Die Liam Macy. Eine Leiche. Die hat wieder Anzugsreparaturkit vorbei.
Schrotpatronen, jede Menge. Ist es nicht schön, dann lohnt sich doch mal gerade nachzuladen. So, wir erhalten hier Medikit Fabrikatorplan, das haben wir schon. Im Waffen-Upgrade haben wir nicht genug Platz. Huch, warum denn das? Ja, was können wir dann? Wir könnten dieses Medikit mal zu uns nehmen. Das ging mit G. So, dann können wir auch das dann nehmen, wenn das Waffen-Upgrade, das werden wir ja sofort wieder los. Das würde ich gerne wieder in die Schrotflinte reinstecken. Und wir haben ja jetzt Waffenschmied 1. Das heißt, wir können Feuerkraft verbessern. Das werden wir auch tun. Magrabe verbessert. Die Feuerkraft wurde erhöht. Sehr gut. So, wir erhalten 3 neuere Mods. Geil. Baseballhandschuhe, wissen wir schon warum. Und den Blumenstrauß. Sehr gut. Wir setzen nochmal die Neuromods ein. Wir verriegeln erstmal hier die Tür. So, da sind wir sicher. Und hier werde ich auch das Spiel gleich pausieren. Neuromods auf N. Wir verbessern. Wir haben wieder 5 Neuromods. Wir können Stoffwechsler. Der Wohlgenährt-Bonus. Dadurch steigt auch, wenn wir wohlgenährt sind, noch ein bisschen unsere Energie. Habe ich schon getestet. Wir haben hier Mediziner. Dann wissen wir eines Medikats um 300%. Was haben wir hier noch? Neurostimulation, das brauchen wir nicht. Psy-Experte brauchen wir auch nicht. Techniker. Hebelkraft 2 wäre interessant. Aber ich glaube, richtig interessant wird es erst, wenn wir das da halt machen können, ne? Waffenschmied 2, Reparatur. Hier halten wir Labtech, erforderliche Materialexperte. Okay, was können wir hier mitmachen? Ermögliche Verwendung von Waffen-Upgrades, um nicht dem Standard zu sprechen. Und Schlagkabrillierung. Kalibrierung. Also gut, ich würde erstmal den Stoff wechseln. Das wohlgenährt sein, finde ich wichtig. Das machen wir zuerst mal. Und dann haben wir noch 3 Neuromods übrig und wir machen die Mediziner. Da haben wir nämlich die Effektivität um 300%, finde ich sehr, sehr wichtig. Das nehmen wir auf jeden Fall dazu. So, das soll es auch dann schon gewesen sein an dieser Stelle. Ich speichere nochmal ab. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Pulsar. Ciao.